Herzlich willkommen zurück zur zweiten Folge von Let's Alive Terraria Hardcore Season 2. Wir sind dabei, gerade uns eigentlich ein Bleischwert zu machen. Also wir wollten es machen. Nee, Breitschwert. Jawohl. Geil. So, welche Verzauberung? Rücksichtslos. Ah, oh, Schaden ist höher. Das ist super. Das ist super. Oh, mein Kupferkurzschwert ist ja barbarisch. Holy. Oh, plus mehr Schaden. Na, okay, gut, dann hätte ich eher die Spitzhacke nehmen sollen. Oh, die Spitzhacke macht wirklich auch sowieso mehr Schaden. Oh, das wusste ich nicht. Okay, interessant. Wollen wir das Kupfer... Na, das Kupferkurzschwert möchte ich eigentlich noch behalten. Falls ich mein anderes Schwert verliere und so. Ihr wisst ja. Nur jetzt habe ich auf jeden Fall eine Waffe. Sogar relativ schnell. Ja, keine Chance, ey. Guckt es euch an, wie wir sie platt machen. Oder oben komme ich jetzt nicht mehr hin. Das heißt, das Auge muss herkommen. Komm, gib mir eine Linse. Gib mir eine Linse. Jawohl, eine Linse. Jetzt habe ich zwar Augenreste in meinen... Oh, das ist nice. Sternschnuppen. Sternschnuppen. Daraus können wir uns auch geile Pfeile machen. Und auch die Mana erhöhen. Und ich glaube, ich werde eher die Mana erhöhen. Oh, Ryan ist jetzt bei uns hier. Mit drinne. Ja, okay, stört mich ja nicht. Solange der nicht die Tür aufmachen kann, ist alles in Ordnung. Eine Linse haben wir. Eine einzige. Wir brauchen aber noch eine. Und wir brauchen unbedingt mal eine Truhe. Wir wollten ja mal die Karte uns angucken. Genau. Oh, guck mal. Da unten ist sogar schon eine Truhe. Geil. Da unten ist auch eine Höhle. Höhleneingang. Da sowieso. Und da ist auch eine Truhe. Oh, das ist nice. Wollen wir die uns holen gehen? Warte mal, ich muss mal ganz kurz. Die Fackel noch. Ups, nein. Die Fackel noch hier ausrüsten. So. Ne, Moment. Ach, Quatsch, ich komme hier durcheinander. So, so und so. So, so und so. Okay, dann gehen wir jetzt erstmal mit den Fackeln voran. Und machen uns mal so einen kleinen Weg. Oh! Da kommt ein Demon Eye. Aber das werden wir ganz schnell mal ändern. Oh, ich habe keine Holzplatten mehr. Moment. Das muss ich jetzt auch ändern. Ich brauche nämlich Holzplatten. Wo waren die denn? Holzplatten, da. Okay, 5 kann ich nur machen. Das ist ein bisschen schade. Oh, was wollt ihr denn von mir? Ihr könnt mir doch gar nichts, ey. Guckt euch an. Einfach auf die Fresse bekommt. Nix könnt ihr. Oh. Naja, okay, der kann gut ausweichen. Ja, supi. Und tot ist er auch. Ach, der hat keine Linse gegeben, der Penner. Schade. Schade, schade. Aber ist er nicht das letzte Dämonenauge? Ja, das reicht sogar. Nice. So. Ah, das heißt aber, die können auch bei uns da oben rauf. Hm. Das ist jetzt doof. Obwohl, warte mal, was könnte ich denn machen zum Schutz? Könnte ich nicht das so hier machen irgendwie? Ach, egal, komm. Scheiß drauf. Da will sich noch einer mit uns anlegen. Noch ein Zombie. Nix da. So, wir müssen uns ein bisschen jetzt den Weg hier markieren. Oh, da kommt ein Zombie-Blob. Aua. Naja. So stark sind die jetzt auch nicht, dass man sagen könnte, der hat mir Schaden gemacht. Da ist ja echt eine Truhe. Nice, nehme ich jetzt erstmal mit. Ich hatte da, glaube ich, sogar was gesehen, was ich noch gar nicht kannte. Die Truhe nehmen wir natürlich auch. Holzpfeile, das ist super. Hase, geh mal kurz weg hier. Muss mal kämpfen. Oh, sogar die Zombies sind gar kein Problem mehr. Das ist nice. Das ist echt super. Ja, ich mache hier ein bisschen mauerartig. Nur ein wenig schlecht. Gut. Ah, ich komme da oben nicht mehr ran. Das ist jetzt doof.
Naja, versucht nur hier hochzukommen, ihr Schweine. Ihr könnt hier sowieso nicht hoch, weil ihr zu blöd dafür seid. So. Jetzt aber. So, wie sieht die Karte aus? Ah, da ist nichts weiteres. Außer vielleicht ganz viel Erze, aber die sollten wir uns angucken. Oh, jetzt fängt es an zu regnen, jetzt kommt die Regenmusik. So, weg damit. Ein Dämonenauge brauche ich noch, also ich brauche noch eine Linse, kommt schon. Hä? Was kann ich denn? Ich kann an der Wand so lang crouchen. Konnte ich das schon immer? What the fuck? Okay. Das ist komisch. Ja, Zombie, komm du nur her. Aua. Scheiße. Nein, 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 nein. Nicht so, nicht so. Attacke. Los geht's. Komm noch. Komm doch, du Schwein. Jawohl. Ich hab Leben dazu bekommen. Hat der ein Herz gedroppt oder was? Ja, jetzt kommen hier Würmer und Fische. Also was halt. Kommt schon Dämonenauge. Kann es sein, dass Dämonenauge-Augen gar nicht bei Regen spawnen? Kann das sein? Ich weiß es ja nicht. Hm. Okay, wir haben nicht mehr ganz so viele Fackeln. Wir sollten echt mal auf den Tag warten, damit wir uns ein paar Fackeln machen können für mit Glibber. So, ein paar Kupfermünzen, auch nicht schlecht. Aber was kann ich denn? Warum kann ich auf einmal an so einer Wand crouchen? Also mich so festhalten und alles. Hm, ich guck mal gleich nach. Vielleicht liegt das ja an eines der Items, was ich aufgesammelt habe. Das kann gut sein. Da sah nämlich ja ein Item so komisch aus. Okay, wir sind sicher. Wir gucken mal nach. Ich habe eine Truhe. Stimmt, ich habe noch eine Truhe. Die kann jetzt einfach mal hier hin. Und da kommen jetzt sowas wie Kupferschwert. Die Barren. Silber. Blei. Oh Mann. Zinn. Oh Gott. Zinn. Die ganzen Sachen hier. Obwohl, ne, die brauche ich. Die will ich haben. Könnte ich hier eigentlich machen. Das könnte ich zerstören. Erstmal. Die Tür. Kann auch weg. Kann auch weg. Stellt 20 Leben wieder, ja, er lächelt. Vielleicht schmeckt er auch gut. Okay, das ist Essen. Das mache ich mal hier rein. Die Sterne behalte ich auch. Die mache ich mal auch in die Truhe rein. So. Ach, da guckt mal. Kletterklauen, geheimnisvoll. Plus 20 Mana. Wieder her. Aha. Gestattet es, wenn er hinabzurutschen. Oh, cool. Verbesserte Fähigkeit, wenn mit Schuhspikes kombiniert. Oh, interessant. Echt interessant. Hatte ich auch noch nicht sowas. Oh, und es ist wieder Tag und wir können Blobs jagen. Das ist super. Und wir können endlich auf die Seite da gehen. Und mal schauen, was da noch so versteckt ist. An Erzen. Aua. Ach ja, wie die Blobs einfach keine Chance mehr haben. Das ist so toll. So, ich glaube, ich sollte mich mal nach oben dingsen. Bauen. So. Vor allem, dann kann ich ja immer so runterrutschen auch. Das ist voll geil. Das ist ja mal übel. Das ist richtig cool. Ja, ich habe jetzt schon ein gutes Gefühl, dass die Hardcore-Season hier länger wird. Oh, das ist ein grüner Schleim. Hab ich erst gar nicht gesehen. Ah ja, hab Angst vor meinem Schwert. Habe Angst vor meinem Schwert. Wirklich jetzt? Scheiß fliegender Fisch, ey.
Oh, hier sind ganz viele Pilze. Fackeln, jawohl. Pilze, jawohl. Alles. Alles meins. So, und das hier müsste dann meines Erachtens nach Zinn sein. Jawohl. Aua. Blödes Mistvieh. Oh, da unten geht's auch ganz schön gut ab. Warte mal, was ist denn da unten los? Das Gute ist ja, man kann ja jetzt auch wieder... Oh Gott, habe ich mich erschrocken. Nix da, ey. Alter, wie viel Zeugs. Krass. So, ich müsste ja eigentlich jetzt da oben rankommen, oder? Ach, nee, nicht ganz. So, jetzt aber, ne? Auch nicht. Jetzt aber. Nee, geht nicht. Schade. Hätte gedacht, das wäre ein bisschen OP, ja. Aber okay, gut. Kann ja nicht immer alles nach meiner Nase gehen. Oh, Blei ist so schön. Das ist echt gut. Das könnten wir unsere erste Rüstung, glaube ich, machen dann. Weil davon gibt es hier echt viel auf der Map. Gerade am Anfang. Das ist echt super. Da können wir auch irgendwann mal so diepe Gegenden erforschen. So richtig schön deep. Und warum sind die zwei Flaggen? Fackeln. Vor allem, ich muss auch ganz stark auf Dings aufpassen, auf Fallen. Weil die können dann ja schon, glaube ich, instant töten, wenn ich mich nicht recht irre. Das ist ganz schön böse. Und das sollte nicht so weit kommen, dass wir da an der Falle sterben. Das wäre zwar kein schlimmer Tod, weil ich kenne ja das Spiel nicht so gut. Aber, naja, an einem Gegner zu sterben, ist dann doch irgendwie... Na okay, Sen, es ist wirklich ein Blob oder ein Zombie. Na komm. Ach komm, leck mich, ey. Ich mach das jetzt anders. Ups. So war das jetzt nicht gedacht, aber es reicht ja. Uiuiui, wir haben wieder richtig viel Bleierz und da unten ist wieder Zinn. Das ist so gut. Das ist echt super. Ich weiß, ich sage es ganz schön oft, dass es echt super ist, aber ich habe sonst nie wirklich Glück, deswegen. Und jetzt habe ich hier richtig geiles Erzglück. So, da unten ist einer mit Regenschirm, auch nicht schlecht. Da oben ist eine Vase. Da könnte jetzt der Shit drin sein. Nee, das eher nicht. Oh, naja, Holzpfeile, immerhin. Das ist gar nicht so übel. Ey, das ist Wahnsinn, wie viel Materialien hier sind. So. Den Blob knöpfen wir uns gleich mal vor. Aua! Der dachte wohl, der kann mich... Oh, hier ist noch eine Truhe! Fackeln, ja nice! Gib her! Give it to me, baby! Oh Gott, da ist irgendwas! Was ist das? Ach, einfach nur ein Stein! Oh Mann, ich dachte schon, ey! So, den machen wir noch hier tot. Und den auch. So, und damit beende ich diese Folge jetzt auch schon wieder. Ist auf jeden Fall eine sehr, sehr coole Gegend da. Und ich freue mich, wenn ihr auch in der nächsten Folge von Let's Alive Terraria Hardcore Season 2 mit dabei seid. Haut rein, Leute. Ciao.